Vermutlich wird der am häufigsten herbeigeredete Krieg, der nie passiert ist, die Ukraine-Krise sein. Und jetzt gibt es eine neue Wendung, die die Aktienmärkte heute zunächst mal am US-Feiertag ein bisschen aufatmen lässt. Aber es ist schon ein sehr seltsames Spektakel, was sich hier abspielt. Es ist eine Art Kalter Krieg 2.0, die Frontstellung des Westens, USA mit den Europäern etc. gegen China und letztendlich Russland. Und warum versuchen die Amerikaner permanent diesen Krieg herbeizureden, so wie etwa jetzt am Freitag Joe Biden in seiner Ansprache? Ja, Putin hat sich entschieden, jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen ist es soweit, dann kommt der Angriff der Russen auf die Ukraine. Letzte Woche sollte der eigentlich schon stattgefunden haben, am Mittwoch. Also es ist sozusagen ein permanenter Krieg, der da passiert, ohne dass er wirklich passiert. Warum passiert das? Warum ist hier eine permanente Anheizung der Amerikaner der Fall? Und manche rechtfertigen das. Gestern, ich weiß nicht, ob Sie Röttgen gesehen haben, bei einem Will, der sagt, ja, es ist doch gut, wenn die Amerikaner hier so diese Rhetorik an den Tag legen, damit Putin weiß, ja, die Amerikaner rechnen damit und damit. Aber auf der anderen Seite schaffen solche Aussagen von Biden, der Krieg ist beschlossen etc., schaffen ja Fakten, schaffen Denkräume. Und vor allem, wenn es zu diesem Krieg nicht kommt, oder kommen sollte, wie kommst du aus der Nummer wieder raus, dass du permanent täglich praktisch einen neuen Krieg hier prognostiziert hast und er kommt nicht? Das heißt, das scheint dann doch vielleicht ein bisschen die Neigung zu erhöhen, eben diesen Krieg tatsächlich irgendwie anfangen zu lassen. Und das ist doch das ganz große Problem, dass auch hier die deutschen Medien hierzulande kaum hinterfragen, diese permanente Dramatisierung der Amerikaner. Das wird so hingenommen, ja, offenkundig hat Putin das vor, die Amerikaner müssen es ja wissen. Denn sie haben ja Geheimdienstinformationen. So ziemlich jede 10 Minuten kommt irgendwie eine Aussage von US-Offiziellen, also der Krieg steht unmittelbar bevor. Hier jetzt dann noch am Sonntag, US-Geheimdienst hat praktisch klare Indizien dafür, dass Russland hier angreifen will etc. etc. Dagegen sehen das die Ukrainer offenkundig ein bisschen anders. Hier der Verteidigungsminister, der jetzt am Wochenende gesagt hat, es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs. Und vor allem hier dann auch noch sehr interessant, jetzt diese Vorgeschichte dieses ganzen Konflikts, die ja weitgehend ausgeblendet wird. Es geht um die NATO-Osterweiterung und die Forderung von Putin, die absolut unrealistisch ist, sozusagen einen Zustand wie 1997 wieder hervorzurufen. Mit anderen Worten, Polen und Baltikum, da sollen auf jeden Fall keine NATO-Truppen stationierbar sein. Die sollen im Prinzip auch nicht in der NATO sein. Das ist absolut unrealistisch, gar keine Frage. Aber haben die Alliierten, haben die Westmächte Russland versprochen, diese NATO-Osterweiterung nicht zu machen im Zuge der Verhandlungen um die deutsche Einigung? Und faktisch ist es so, es gibt nichts Schriftliches. Der Spiegel hat hier eine Sensationsmeldung gebracht, die gar nicht so sensationell ist, weil das Dokument, von dem der Spiegel behauptet, man hätte es entdeckt, das ist seit 2018 öffentlich einsehbar. Also mal wieder ein bisschen dick auf die Trommel gehauen. Jedenfalls ist es so, dass den Russen teilweise suggeriert wurde, wir werden keine NATO-Osterweiterung machen, also baltische Staaten, Polen kommen nicht in die NATO. Allerdings war dann bei den 2+4 Verhandlungen, als praktisch die Bedingungen der deutschen Wiedervereinigung festgelegt wurden, zwischen Amerikanern, Briten und vor allem Russen, war davon nicht die Rede. Es ist also nicht schriftlich fixiert. Das ist wichtig, weil die Russen sagen, uns wurde zugesichert, dass es eben diese NATO-Osterweiterung nicht gibt. Und jetzt wollt ihr sozusagen noch den letzten Baustein, nämlich die Ukraine, unseren Vorhof umdrehen, sodass wir dann komplett umzingelt sind. So die Logik der Russen. Deswegen eben der Versuch, die Ukraine keinesfalls in irgendeiner Form in Richtung Westen driften zu lassen. Deswegen natürlich auch diese Reaktion oder diese Aktion von Putin, der eben jetzt gesehen hat, die baltischen Staaten sind in der NATO, Polen ist in der NATO und es wird also immer enger um die Ukraine herum. Das Grundproblem sehe ich darin, dass viele schlichtweg die Sicherheitslage Russlands nicht mitbedenken wollen. Man agiert sozusagen aus der eigenen Logik heraus und war deswegen schon 2014 überrascht, als die Russen sich die Krim geschnappt haben, weil es aus russischer Sicht eben zwingend notwendig war, den einzigen eisfreien Hafen, auf dem man fast seine ganze Seeflotte hatte, irgendwie zu schützen, respektive nicht
aus der Hand zu geben. Aber jetzt zunächst mal dann heute Nacht die Meldung, also die Biden-Administration hat alle schon vorbereitet, die harten Sanktionen, und die würden bedeuten, dass US-Banken praktisch mit russischen Banken keine Geschäfte mehr machen dürfen. Mit anderen Worten, es wäre praktisch die nukleare Option, die Abkoppelung russischer Banken aus dem SWIFT-System. Aber dann, nachdem Macron sehr lange mit Putin gesprochen hat, war der plötzlich doch zu einem Treffen bereit mit Biden. Das hat dann sofort die Aktienmärkte im asiatischen Handel, US Futures, mit nach oben gebracht. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum ist Putin bereit, Biden zu treffen, wenn er angeblich ja schon fest entschlossen ist, in der Ukraine einzumarschieren. Auf diese Frage scheinen die Amerikaner nicht zu kommen, denn er will ja unbedingt einmarschieren. Also das ist natürlich alles ein bisschen wischiwaschi. Jetzt werden nächste Woche oder jetzt in dieser Woche werden sich Lavrov und Blinken unterhalten, wie dieses Treffen vorbereitet werden kann, ob es zu diesem Treffen kommt. Das sei mal dahingestellt. Wir sehen ja permanent diese Eskalation, Deeskalation, Eskalation, jetzt gerade mal wieder Deeskalation. Aber möglicherweise haben die Amerikaner gar kein so verstärktes Interesse, dass die Lage sich jetzt sofort wieder runterkühlt. Denn das Interesse der Amerikaner in diesem Kalten Krieg 2.0 ist, Europa von der Abhängigkeit Russlands abzukoppeln in Sachen Energie, gleichzeitig die Europäer an die Energieversorgung durch Amerika anzuschließen, sodass dieses Bündnis gefixt ist, während man auf der anderen Seite den Hauptgegner in China erkennt, aber sozusagen den Arm Chinas in den Russen sieht. Das scheint mir die aktuelle Ausgangslage zu sein. Dazu etwa Michael Lüders, der Politikwissenschaftler, der klar auf den Punkt bringt, warum eskalieren verbal die Amerikaner immer diese Situation und keiner sagt, das geht so nicht, weil das ist gefährlich, das ist Brandstiftung, wenn man so will. Und auf der anderen Seite hier George Friedman, der maßgebliche Vordenker amerikanischer Geostrategie, der eben klar zeigt, warum sozusagen die Ukraine so wichtig ist, warum die Russen auch nicht wollen, dass die pro-westlich wird, und der sozusagen dieses ganze Panorama wunderbar entwirft, sodass man besser versteht die amerikanische Sicht, was da eigentlich dahinter ist. Und man sollte vielleicht auch noch den Gedanken mal zulassen, Biden ist ja schon ein bisschen alt, ein bisschen senil wirkt er gelegentlich, dann dazu noch eine Vizepräsidentin Kamala Harris, die ein Totalausfall ist. Das heißt, wir haben zwei relativ schwache Figuren an der Spitze der US-Führung und möglicherweise fahren da ein paar Leute ihre Agenda. Und wir wissen nicht genau, wer das ist Spekulation, aber es ist doch schon sehr auffällig, wie stringent diese Eskalation seitens der Amerikaner gemacht wird. Hier jetzt mal dieser Tweet. Hier ist der Präsident of the Republic, also damit ist gemeint Präsident de la République, das ist Macron. Der hat hier dieses Gespräch vermittelt und Biden sei bereit, Putin sei auch bereit. Biden sagt also nur, wenn jetzt die Russen heute nicht in der Ukraine einmarschieren. Jetzt mal zwei interessante Grafiken. Zunächst mal sehen wir, dass die russische Handelsbilanz immer positiver wird, vor allem seit Beginn dieser Ukraine-Krise, denn die Energiepreise steigen. Das ist gut für die russischen Daten, denn Öl, Gas und Kohle machen ja etwa 2/3 des gesamten Exports aus. Für die Russen dementsprechend scheint man davon zu profitieren. Jetzt die zweite sehr interessante Grafik. Hier sehen wir, dass die Amerikaner inzwischen in Sachen Energieversorgung komplett autark sind, sowohl Öl als Gas. Sie fördern jetzt mehr, als sie brauchen. Dementsprechend, und wenn diese Geschichte weiter nach oben geht, dementsprechend könnte dann auch mehr dieser Energieträger nach Europa kommen, dass die überwiegend über Fracking gewonnen wurde. Das stört dann unsere lieben Grünen nicht so fürchterlich. Hauptsache, es kommt nicht aus Russland. Dementsprechend sehen wir hier mal die Voraussetzungen. Die Amerikaner natürlich dadurch viel weniger abhängig von Öl und Gas wie früher noch, deswegen diese starke Engagement im Nahen Osten etc., all das ist jetzt nicht mehr nötig. Jedenfalls auf die Meldung hin, wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, die ja in den USA heute geschlossen sind, die Futures sind auf, zunächst mal noch bis 19 Uhr
Aber der europäische Handel ist für sich alleine gelassen. Wir sehen, wie hier auf Future-Basis dann, bums, diese Meldung kam, Macron, Putin agree, dass Biden eingeladen werden soll. Bisher, wenn wir uns jetzt die Performance seit Jahresbeginn mal anschauen, Dow minus 6,2%, S&P 500 minus 8,7%, Nasdaq minus 13,4% und der Russell minus 10,5%. Und jetzt ist die Frage, okay, sind diese geopolitischen Spannungen eine Entschuldigung dafür, dass die Blase eigentlich schon geplatzt ist? Und dass sie geplatzt ist, das werden wir gleich mal sehen. Jedenfalls ein Problem dieser ganzen Geschichte, die Fed ist, wenn wir jetzt wieder zu diesem Thema Inflation kommen und Reaktion der Notenbanken, die Fed ist natürlich so weit hinter der Kurve, dass sie im Prinzip jetzt selbst solche geopolitischen Spannungen nicht groß berücksichtigen kann, weil die Inflation dadurch ja nicht geringer wird, wenn etwa der Ölpreis weiter steigt aufgrund solcher Konflikte oder der Ukraine-Krise. Und hier schauen wir uns mal hier die Sektoren an. Energie ist jetzt der einzige Sektor, der nachhaltig seit Jahresbeginn im Plus ist mit 21,8%. Und erstaunlich ist, dass der S&P 500 jetzt während der US-Berichtssaison 7% gefallen ist. Das ist seine schlechteste Performance seit einer Berichtssaison, seit dem Jahr 2012. Und so schlecht waren die Daten ja gar nicht gewesen der Unternehmen. Im Gegenteil, die waren ja überwiegend ganz ordentlich. Aber die Ausblicke haben enttäuscht. Und das ist genau das Problem. Wie groß der Schaden ist, das sehen wir hier, dass die Anzahl der Aktien im Nasdaq, die einen 52-Wochen-Tief erreichen, also praktisch den tiefsten Stand seit einem Jahr, die ist inzwischen jetzt größer als während der Dotcom-Blase und während der Finanzkrise. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Blase ist bereits geplatzt. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Dann gucken wir uns mal diese Grafik an. Hier sehen wir einen Vergleich MSCI US gegen MSCI World, also praktisch das maßgebliche ETF für den US-Markt, wenn man so will, der US-Aktien abbildet. Der ist 5 Standardabweichungen besser performt als der MSCI World, also praktisch als die Restwelt ohne die USA. Das heißt, die Bewertungen, all das, was der amerikanische Aktienmarkt hier auf die Waage bringt, ist über die Maßen ausgedehnt, dementsprechend die US-Aktienmärkte auch die am stärksten gefährdeten. Genau das ist das Thema. Und wir sehen nicht zufällig, dass jetzt hier der Margin Debt, also die Hebelung, das, was die Amerikaner mit ihren Aktien selber dann wieder kaufen können, weil sie praktisch ihre eigenen Aktien als Sicherheit hinterlegen können, der ist jetzt schon deutlich rückläufig. Jetzt kommt aber noch eine andere Geschichte hinzu, meine Damen und Herren. Wir haben zwei große Bereiche in den USA. Das ist einmal der Aktienmarkt und das ist der Immobilienmarkt. Der Immobilienmarkt ist knapp etwas weniger wert als der gesamte Aktienmarkt in den USA. Und was wir hier sehen ist, dass durch die hawkische Wende der Fed schon die Hypothekenzinsen sehr deutlich nach oben gegangen sind. Und das ist insofern ein Problem, als viele Amerikaner ihre Immobilie beleihen. Die nutzen die eigene Immobilie praktisch als Kreditkarte. Und das ist die Sicherheit, die man darstellen kann gegenüber der Bank. Und dann sagt die Bank, ja, du hast ja ein Haus, das hat einen bestimmten Wert, dementsprechend kriegst du weiter Kredit. Mehr als die Hälfte der Amerikaner beleihen permanent ihre eigene Immobilie, vor allem seit die Stimulus-Schecks weggefallen sind. Und würde jetzt die Fed weiter die Zinsen deutlich anheben, dann würden die Hypothekenzinsen weiter steigen, dann kommt der gesamte amerikanische Immobilienmarkt ins Rutschen. Hier sehen wir mal eben auch die massiv explodierten Preise. Dadurch, dass die Preise so stark nach oben explodiert sind, werden die Häuser immer mehr wert. Dadurch kriegen die Leute, die Häuser besitzen, immer mehr Kredit bei der Bank. Was aber, wenn die Hauspreise fallen, weil eben die Zinsen nach oben gehen, dann ist es Dunkeltoten. Jetzt wird das natürlich die Fähigkeit der Fed beschränken, die Zinsen allzu weit anzuheben. Da bin ich ja d'accord. Aber es ist eben alles eine Frage des Timings, solange die Fed eben in diesem Tightening-Cycles ist, solange sie also droht, die Zinsen anzuheben, die Bilanz zu reduzieren, solange werden es die Märkte schwierig haben. Wenn die Fed dann kapituliert und sagt, wir können nicht weiter anheben, ohne dass die Inflation nachhaltig gefallen ist, dann ist der Zeitpunkt auch wieder long zu gehen, um das mal klar zu sagen, weil viele hier immer eine Haltung unterstellen, die schlicht nicht der Fall ist. Derzeit, solange Tightening angesagt ist, solange eine Straffung der Geldpolitik angesagt ist, solange wird es schwierig für die Märkte. Erst wenn die Fed aufgibt, weil sie sieht, wir richten zu viel Schaden an, dann wäre das Gegenteil wieder der Fall. Wie stark die Dinge hier aus dem Ruder laufen, etwa in Deutschland sehen wir die Erzeugerpreise mit dem stärksten Anstieg seit den 1949, gerade frische Daten, wieder mal deutlich über der Erwartung, die Zahlen
Zahlen reingekommen. Also die Dinge explodieren. Das ist praktisch in der Pipeline die zukünftige Inflation, weil eben die Unternehmen dann diese gestiegenen Preise weitergeben müssen. Das ist in Europa noch viel krasser als in den USA, wo die Erzeugerpreise zwar auch höher sind als die Inflation, aber nicht so massiv. Abschließend eben nochmal zwei Hinweise. US-Immobilienmarkt, das ist eigentlich die Achillesferse der Amerikaner. Denn in den USA ist es so, dass etwa 10%, 90% der Aktien besitzen oder der Marktkapitalisierung sozusagen auf ihrem Konto haben, während in den USA aber fast 2/3 der Amerikaner Immobilien besitzen. Und da ist die Verteilung ganz anders. Das heißt, wenn es am Immobilienmarkt schwierig wird, dann trifft das die meisten Amerikaner viel, viel härter. Das ist das eine. Und zweitens möchte ich auf den anderen Artikel, den ich unter dem Video verlinke, noch verweisen. Ukraine-Konflikt, warum die USA die Lage dramatisieren. Dort etwa Michael Lüders und George Friedman, die ich beide vorhin angesprochen habe. Wenn Sie sich ein Bild machen wollen, wie die Situation wirklich ist, und nicht diesem Alarmismus verfallen wollen, der doch sehr einseitig berichtet, dann würde ich vorschlagen, schauen Sie sich das mal an und bilden sich dann Ihr Urteil und versuchen die Argumente abzuwägen. Also diese beiden Links unter dem Video. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.